Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video aus Sammys Fantasyland. Ganz vielen Dank fürs Dranbleiben, Einschalten oder auch das erste Mal dabei sein. Ja, und wie immer an dieser Stelle, wenn es gefällt, lasst es mich wissen mit einem Like, einem Kommentar oder gerne auch ein Abo. Vielen Dank an diejenigen, die auch in der letzten Zeit hier so diesen Kanal gefunden haben und hoffentlich fleißig weiterschauen. Wie gewohnt geht's nahtlos weiter. Episode 48 ist heute am Start. Auch schon wieder krass, wenn man bedenkt, wie viele Folgen dieser Park hier tatsächlich schon auf dem Buckel hat und immer noch nicht fertig ist. Gestaltung der Rafting-Anlage hier ist ja nicht ganz so klassisch mit ganz vielen Abfahrten und ähnlichen. Ich habe mich ja an dieser Stelle hier für so eine gemütliche kreisrunde Fahrt an dieser Stelle entschieden. Damals natürlich schon so ein bisschen mit dem Hintergedanken, so eine Art Showbox am Ende hier ranzubauen. Das wird tatsächlich heute auch passieren. Zumindest werde ich damit anfangen, Teaser vorne war es noch nicht drin. Einfach bis zum Ende dranbleiben, würde ich sagen. Aber an der Stelle, ja, geht es erstmal um dieses Wasserloch. Was auch immer hier so rein sollte, wusste ich natürlich am Anfang nicht. Es sollten natürlich Wasserfälle von oben kommen, klar, keine Frage, sodass man auch so ein bisschen nass wird. Das ist ja auch wahrscheinlich der Hintergrund von so einer Anlage. Jedoch so nicht ganz so trocken wieder rauszugehen. Und hier suche ich gerade so ein paar Wasserelemente. Oben ist wie gesagt der Wasserfall und hier habe ich nicht so richtig was gefunden am Anfang. Es sollte auch nicht so wenig sein, so ein paar Wasserspritzer. Das wollte ich eigentlich gar nicht, weil da unten ist halt dieses Wasserloch, wo ganz viel Zeug drin liegt. Und dann habe ich irgendwann diesen berstenden Hydranten gefunden und der macht doch, glaube ich, an der Stelle einen ganz guten Job. Und jetzt sind zwar noch ein paar mehr hier zu sehen, die werden noch ein bisschen ausgedünnt, weil sie ja auch am Ende in dieser ganzen Abfahrt drin sein sollen. Und auch jetzt gibt es noch ein paar Lianen, die hier, das glaube ich war eben im Vorspann so ein bisschen zu sehen, die verschwinden. Und tatsächlich, die haben mir am Ende nicht gefallen, jetzt sieht man es schon. Das habe ich tatsächlich nicht aufgenommen, ich habe da so ein bisschen diese Wasserpflanzen wieder benutzt. Diese Lianen, Wasserlianen, ich weiß gar nicht, was das für welche sind. Es gibt nicht viele davon, aber wenigstens ein bisschen was. Und ja, das habe ich da rangebammelt und dann war das auch ganz gut. Irgendwann zwischendurch hat mich diese eine Statue, die jetzt hier in dem Wasserloch liegt, nicht mehr gefallen. Die Statue haben wir schon gesehen. Ich weiß gar nicht. Ich versuche so ein bisschen die Geschichte nach unten so schon abzudecken. Ich muss natürlich hier gucken, dass ich obere und untere Ebene so ein bisschen trenne. Und dadurch, dass das hier diese Durchfahrt werden soll, muss natürlich hier auch eine ordentliche Decke rein. Habe ich an dieser Stelle schon so ein bisschen versucht, fertig zu bekommen. Und dementsprechend auch schon so das hintere Gebäude zu bauen, wo dann diese Art Szene ja nachher reinkommt. Da wusste ich am Anfang auch zuerst nicht, was da wirklich rein soll. Werdet ihr im Anschluss aber auch noch sehen. Hier oben war so eine olle Ecke, die hatte irgendwie nicht so wirklich Sinn. Aber musste natürlich auch so ein bisschen überbaut werden. Und so ein bisschen Grün und ein paar Steine und ein paar Büsche waren an der Stelle wahrscheinlich doch gar nicht, musste ich irgendwie wählen, weil sonst hätte da irgendwie nichts anderes mehr hingepasst, weil nochmal so ein bisschen Wasser und ein Wasserfall fand ich auch nicht so wirklich passend. Was dann dahinter kommt, weiß ich tatsächlich noch nicht. Irgendwie muss ich ja noch überlegen, was ich mit dem kleinen Städtchen, was da oben steht, was ich damit mache, wie ich das weiterführe, ob ich das dann in so eine Art Urwald übergehen lasse. Ich habe noch keinen Plan. Muss ich nochmal überlegen. Weil letztendlich, wenn wir alles so urwaldig und tempelmäßig machen, ähnelt das vielleicht so ein kleines bisschen der Bootsfahrt, die ich ganz am Anfang dieses Parks vorne gebaut habe.
wollte ich eigentlich vermeiden. Deswegen habe ich zumindest schon mal diese Steine hier alle so ein bisschen eingefärbt, dass es nicht ganz so, so ähnlich rüberkommt. Mal gucken, ob das am Ende tatsächlich so funktioniert. Denn die Elemente, die unten nachher in diese Szene mit reinkommen, sind halt alle schon sehr adventure-lastig. Aber wenn es hier um eine Art, ich sag mal, Schatzsuche oder ähnliches geht, bleibt einem, glaube ich, gar nichts anderes übrig, als sich mit diesen Elementen hier so zu beschäftigen und dann so ein paar Fallen oder ähnliches einzubauen. Hier im Hintergrund ist es jetzt zu sehen, tatsächlich der, dadurch, dass wir uns hier in so einer Art Wasser-Themenwelt befinden, habe ich dann irgendwann auch diesen hellen Drachen hier gefunden, der mir ganz gut gefallen hat. Dann habe ich einfach diese Statue mit dem Drachenkopf ersetzt, um ja so ein kleines bisschen Abstand zu der Bootsfahrt, wie eben gerade schon gesagt, zu kriegen. Und versuche einfach so ein bisschen diese Elemente des Drachens immer so ein bisschen hier weiterzuführen. Gibt nur eine Art Drachen, einmal groß, einmal klein. Wiederholt sich wahrscheinlich dann doch des Öfteren an der Stelle, aber ja gut, was soll man machen? Hier so ein bisschen Beleuchtung mit rein und dann sieht das Ganze doch schon ganz schick aus. Und ja, diese Tür, sie ist jetzt mittlerweile getimed. Grüße gehen raus an einfach Jörg. Man fährt nicht mehr dagegen. Der Trigger ist gesetzt und da habe ich den natürlich auch tatsächlich mit den Drachen hier verbunden. Drachen und Feuerspeien. Habe ich überlegt, könnte man vielleicht an dieser Stelle auch machen. Ist tatsächlich in der Endsequenz ganz zum Schluss nachher zu sehen. Wie gesagt, bis zum Ende dranbleiben, dann könnt ihr euch das auch gerne anschauen. Und danach, wenn die Drachen hier ihre Position endlich erreicht haben, gehen wir ja in das Innere dieses Tempels. Das habe ich gerade relativ frisch aufgenommen. Ja, hatte ich auch am Anfang nicht so einen Plan, aber am Ende ist es so, dass wahrscheinlich hier eine Art Schatzsuche stattfindet. Im ersten Raum, der hier gebaut wird, der heute auch fertig wird, gibt es halt, ja, ein paar Fallen und ein paar kleine andere Elemente, Krabbelkäfer und all so ein Kram. Und im nächsten Raum, da werden wir uns dann im nächsten Video mit beschäftigen, der wird dann auch etwas größer. Da wird natürlich dann vielleicht eine große Statue stehen, dann den Schatz bewachen, wie auch immer. Mal gucken, wie ich das dann so mache. Ja, gebaut ist es noch nicht. Das werde ich jetzt im Anschluss, wenn das Video hier fertig ist, tatsächlich in Angriff nehmen, damit ihr dann auch so schnell wie möglich so ein bisschen Nachschub, ja, bekommt. Um diesen Übergang hier zur Fahrrinne so ein bisschen hinzukriegen, mag ich es ganz gerne, dass das abschließend so, ja, umrandet wird. Ich mag das immer nicht so gerne, wenn man das alles so sieht und deswegen habe ich mir natürlich hier die Adventure-Elemente wieder geschnappt und da so eine kleine Abgrenzung gebaut. Nach und nach, glaube ich, verschwindet da sozusagen dann der Boden. Der ist dann eigentlich durch die anderen Elemente, die hier eingebaut werden, nicht mehr so wirklich von Nutzen und dann rationalisiere ich das dann auch wieder weg. Hier habe ich mir mal so einen kleinen Überblick verschafft, was man alles hier so einbauen kann. Diese ganzen Zahnräder da hinten, die hätten eh im Hintergrund wären eh im Hintergrund angebracht gewesen. Die habe ich dann auch nicht mehr so wirklich benutzt. Die sind irgendwann dann verschwunden. Ja, das Einzige, was ich dann an dieser Stelle noch gemacht habe, hier ist es schon mal kurz zu sehen, kommt ein Laufsteg hinten ran, der dann vielleicht sozusagen für die Evakuierung gedacht ist, falls mal der Ride hier ausfällt und die Gäste ja an der Stelle stehen bleiben, damit die auch ordentlich wieder rauskommen. Gibt es auch eine Tür hinten am Ende. Ich habe das tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich es aufgenommen habe, aber am Ende habe ich es dann noch ein bisschen vergrößert, damit ein bisschen Platz nach hinten raus ist. Ein Gitter ist da auch dran. Am Ende wird das alles noch so ein bisschen mit Lianen und ähnlichem, ja, zugehangen, damit man das nicht sofort sieht oder dass einem das nicht sofort auffällt, wenn man hier durch die Tür kommt. Denn man darf nicht vergessen, es ist kein Boatride, da wo alle nach vorne gucken. Dadurch, dass es hier so ein Rundboot ist,
hat man als Gast immer so ein paar unterschiedliche Blickwinkel und ja, da muss man auch ein bisschen drauf achten. Diese eine Falle, die hier gerade zu sehen war, die verschwindet dann nachher tatsächlich auch nochmal, weil die Stelle, an der die da so hing, die hat mir dann am Ende gar nicht so gefallen, die wird nochmal umgesetzt und das war eben schon mal das Element für die nächste, für die Ausfahrt des nächsten Raumes. Das denke ich mal, werden wir dann im nächsten Video zu sehen. Dadurch, dass sich hier diese Platte mal so ein bisschen bewegt, das fand ich ein bisschen lustig, habe ich da einfach mal so ein paar Fackeln reingehängt und wenn das Ding sich bewegt, also ausgelöst wird, dann kommen die Fackeln auch erst zum Vorschein. Fand ich irgendwie lustig, das mal so zu machen. Ja, ihr guckt euch das am Ende des Videos an und dann könnt ihr mir ja gerne sagen, ob es ja gefällt oder eben auch nicht. Hier habe ich so ein paar Schwierigkeiten gehabt mit den mit dem Ausrichten der Platten. Die waren irgendwie komischerweise immer schief. Ich weiß gar nicht warum, was ich da wieder umgestellt hatte. Keine Ahnung. Ja, und wenn wir hier oben schon so einen berstenden Balken haben, dann braucht er natürlich auch dementsprechend eine Stütze, einen Pfeiler. Und ja, das habe ich dann hier nach und nach auch noch eingefügt. Ob die Decken so hell bleiben, weiß ich nicht. Jetzt, als ich mir das ein bisschen durchgeschaut hatte, habe ich gesagt, vielleicht hätte man die auch schwarz machen können. Ja, lasst euch einfach überraschen, wie es dann in einem der nächsten Videos aussieht. Die Deko, die hier an der Stelle ja eingebaut wird, die verschwindet wieder. Die gefiel mir an der Stelle gar nicht. Könnt ihr auch im Abspann sehen. Ich hoffe, es hat bis hierhin gefallen und ihr bleibt auch hoffentlich bis zum Ende dran. Ja, danke fürs Zuschauen und wie gesagt, wenn es gefällt, lasst es mich wissen mit einem Daumen, mit einem Like, mit einem Abo. Und dann hoffe ich, sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis dahin und ciao, ciao.